Thomas war immer ein sonniges Kind und hat immer gelacht. Und er hat im Kindergarten schon mit den Kindern schon mal ankommandiert. Er war immer der Rauführer für alle. Und danach hat er eigentlich in der Kirche schon sehr aufgesungen. Und das hat ihm nie was ausgemacht, wenn die Gäste oder die Leute dazu geschaut haben. Und deswegen habe ich immer geglaubt, es kann sein, dass wirklich einmal das Wahre kommt für ihn. Und ich wünsche ihm das auch von Herzen. Unsere Beziehung Thomas und Vater, das ist ganz einfach zu erklären. Er ist bei der Musikkapelle, wie man weiß, gewesen. Und wir haben uns eigentlich mit der Musik ziemlich viel beschäftigt. Und das sieht man an Erfolg, wie der Thomas jetzt da steht. Thomas wollte nie ins Gastgewerbe. Niemals. Er hat immer gesagt, Mama, bitte, ich mache alles. Ich tue putzen, bügeln, alles. Aber Mama, bitte tu mir das nicht an. Ja, sicher mache ich Werbung für ihn. Dass ihn halt unterstützt, wo es geht. Ich bin halt auf seiner Seite. Ich kann mich nur an das eine erinnern, dass ich einmal vollkommen Platz hatte, aus dem Kindergarten heimgekommen bin. Und meine Mama fragt mich so, was ist denn los? Ich sage, nein, ich mag ihn Thomas nicht. Aber ja, warum denn nicht? Ich sage, ja, nein, ich kann nicht einmal mit ihm spielen, weil wenn wir einen Prinz und Prinzessin spielen, muss ich immer der Prinz sein. Mit dem kann ich alles sagen, aber wenn es jetzt irgendwas total abtrates ist über die Zukunft und einfach jedes kleine Problem, jeden Scheiß, du kannst mir alles erzählen. Und der Tom ist einer der wenigen, mit dem du einkaufen gehen kannst und der dir dann wirklich sagen, was da steht. Also am Tom schätze ich am allermeisten seine Ehrlichkeit und sein Humor, weil da kann es einem schlecht gehen, dass man eigentlich aus einem Depri-Loch nicht mehr rauszukommen, der schiebt irgendeine Depp bei der Müllung, man kann nicht anders als wir lachen. Er lebt einfach seinen Traum und das finde ich so bemerkenswert da an ihm. Aber sie haben gesagt, zu ernst wird das nicht nehmen, weil sonst kannst du leicht dran zerbrechen. Aber wenn du es mit Spaß ein bisschen nimmst und mit Erfahrung, dann kannst du eigentlich nicht.